Wenn man hoch raus will, ist das meistens auch mit Rückschlägen und Niederlagen verbunden. Das hat Alina Ring erfahren. Die 20-Jährige gehört zu der Schweizer Sportkletterelite und mischt ganz vorne im Weltcup mit. Ihr ganz grosser Traum ist es mal, bei einer Olympiade mitzumachen. Aber im Moment kämpft sie gerade an anderen Fronten. Ich bin schon immer überall rumgeklettert, zu Hause, an den Küchenkästchen, draussen an den Bäumen. Und als ich dann das gesehen habe, eben, dass es Kletterhallen gibt, dann ist das ja Himmel auf Erde, ein riesen Spielplatz. Mittlerweile ist Alina eine der besten Kletterinnen der Schweiz. Regelmäßig trainiert sie im Kletterzentrum Milandia in Greifensee. Doch nicht heute. Seit einem Jahr ist sie verletzt. Ich vermisse es natürlich mega, das Klettern. Und wenn ich jetzt gerade so direkt vor der Wand bin, dann gelustet mich die Route. Ich sehe die coolen Stellen. Ich überlege mir halt automatisch gerade, wie geht die Route, was würde mich reizen. Und dann darf ich es einfach nicht machen. Es ist wie wenn man so mit einem Glas vor der Nase rumschwenkt, aber man darf es nicht essen. Das Klettern, das sind für mich zwei Seiten. Zum einen ist es wirklich einfach das Bewegen. Man braucht so viele verschiedene Fähigkeiten. Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer, aber auch mentale Stärke. Und zum anderen ist aber auch der Aspekt des Leistungssports, auf das Ziel herarbeiten, sich immer verbessern. Alina will im Sport etwas erreichen. Es geht schnell bergauf. Bei der Jugend wird sie Europameisterin. Mit 19 ist sie Schweizer Meisterin bei der Elite. Beim Klettern ist es mega wichtig, dass man überzogen klettert. Also wenn eine schwierige Stelle kommt, dann musst du einfach alles geben und 100% an deine Lösung glauben. Wenn ich nicht mehr weiter weiss, dann schüttle ich kurz die Hände ausschütteln, gut schnaufen, mich beruhigen. Ich sage mir dann, es ist okay, ich kenne die Situation. Man muss aufschauen, vorausschauen und dann die ganze Energie in den Zug, der kommt, hineinstecken. Wenn ich zögere und nicht daran glaube, dann bremse ich mich selber und dann gehe ich runter. Man sieht aber, dass die Unterarmmuskulatur schon ganz schön an Kraft verloren hat. Auch. Ja, sehr. Ich kann halt auch nichts machen wegen oben. Eine langwierige Verletzung stellt Alinas Geduld nun auf die Probe. Nach zwei Operationen wird sie im Sportmedizinischen Zentrum Balchrist in Zürich betreut. Bei Alina war nun der Grund der, dass sowohl vom Knochen, das war eine Rippe, beziehungsweise die Muskulatur, die hier ansetzt, zu einem Engnis geführt haben, die bei gewissen Armpositionen dann die Nervenleitung und den Blutfluss behindert haben. Man muss relativ lange aussetzen, weil die Heilung sollte wirklich vollständig sein, bevor man dann wieder extremen Sport macht. Du versuchst immer gerade zu stehen, die Hand bleibt mal so, du schaust nach vorne und drehst jetzt. Alina kann wohl erst im Herbst wieder klettern. Der Traum, 2020 bei Olympia in Tokio dabei zu sein, ist geplatzt. Ich habe halt mal durchgemacht im Sommer und ich habe mich eigentlich darauf gefreut, jetzt den Schulstress los und einfach voll klettern zu können. Aber nachher, ja, ist halt das voll Strich durch die Rechnung. Es braucht mega viel Geduld, weil es halt über ein Jahr ist. Aber inzwischen habe ich mich ein bisschen besser arrangiert. Natürlich gibt es auch schlechtere Tage, aber ich habe jetzt wirklich die Zeit auch gut genutzt. Ich habe an verschiedenen Bereichen gearbeitet. Alina arbeitet viel im mentalen Bereich. Auch ihr Glaube gibt ihr inneren Halt. Ich vergleiche Gott eigentlich immer ein bisschen wie mit dem Seil beim Klettern. Ich muss selber klettern, aber wenn ich kriege, dann fängt mich das Seil. Und so ist es auch mit Gott. Also ich muss selber durch mein Leben gehen, mit der Verletzung umgehen, aber er fängt mich wie auf. Er schaut, dass ich nicht ganz am Boden knall und dass ich nicht die Hoffnung verliere. Und ich glaube einfach fest daran, dass er immer bei mir ist. In der Zwischenzeit hat Alina angefangen, in Zürich Theologie zu studieren.
Bibel fasziniert mich einfach mega. Ich finde das so ein spannendes Buch und auch was dahinter steckt, die ganzen historischen Kontext. Wie ist das zustande gekommen? Wer sind die Leute, die die Bibel geschrieben haben? Und im Theologiestudium dreht sich alles um den Glauben und der Glaube ist mir ja mega wichtig. Auch beim Studium weiß Alina genau, wo sie hin will. Sie setzt sich klare Ziele. Ich möchte später ins Pfarramt. Sonderpfarramt interessieren mich sehr. Irgendwann möchte ich mal gerne Gefängnisseelsorgerin werden. Nicht gerade nach dem Studium, weil ich finde, man braucht ein bisschen Lebens- und Berufserfahrung. Der Sport allgemein, denke ich, ist eine sehr gute Lebensschule, weil man halt schon sehr früh oder sehr jung verschiedene Situationen kommt. Was heisst es, wenn Träume platzen oder ein Ziel nicht funktioniert? Nach der Verletzung soll das Studium die zweite Geige spielen. Alina kann es nicht erwarten, wieder voll beim Klettern einzusteigen. Möglichst bald will sie an ihre alten Erfolge anknüpfen. Für mich ist die WM 2016 ein mega Erlebnis gewesen. Es ist so der grösste Erfolg, den ich erleben durfte, weil es halt bei der Elite war. Und es war meine erste WM gewesen. In Paris sorgt Alina Ring für eine Überraschung aus Schweizer Sicht. Die erst 17-jährige Zürcherin qualifiziert sich als erste Schweizerin seit 13 Jahren für den Final der besten 8. Dort bezahlt sie aber Lehrgeld und muss mit dem 8. Platz Vorlieb nehmen. Im Final war ich schon etwas enttäuscht, weil ich einen Fehler gemacht habe. Man hat es gesehen, ich bin abgerutscht. Was ich lernen musste bezüglich Niederlage im Wettkampf, dass ich mir nicht so viel Druck mache bezüglich Rangplatz. Ich meine, ganz klar, wenn ich nicht gewinne, dann muss ich gar nicht an den Wettkampf kommen. Aber in dem Moment, wo ich klettere, darf ich nicht zu fest an das denken, weil sonst blockiere ich mich selber. Wenn eine andere Person an dem Tag einfach besser war, dann ist das einfach so. Und dann trainiere ich einfach weiter und dann klappt es dann sicher ein anderes Mal. Sport habe ich klar höhere Ziele. Ich will hoch hinaus. Und ja, eben durch das, dass ich jetzt verletzt war, aber jetzt nachher wieder anfangen zu klettern, möchte ich die Chance unbedingt nutzen. Ich sehe das wirklich als Geschenk, weil es hätte genauso gut sein können, dass ich aufhören mit dem Sport. Das grösste Ziel ist ganz klar Olympiade Paris 2024. Und ein anderes grosses Ziel ist, an der WM einmal bei den Eliten aufs Podest zu kommen, wie auch beim Weltcup. Durch meinen Glauben kann ich befreit klettern, weil ich eben auch gemerkt habe, ja, Gott sieht mich so, wie ich bin, als Alina. Er reduziert mich nicht auf die Spitzensportlerin. Und das nimmt mir auch ein bisschen den Druck, dass ich das wirklich mit Leidenschaft machen kann. Und allgemein bin ich, glaube ich, ein bisschen geduldiger geworden, weil ich einfach die Geduld wirklich gebraucht habe. Ohne würde das gar nicht gehen. Aber ja, da gibt es auch noch Potenzial gegen oben.